Ja, vielen Dank, Kevin. Die letzten Minuten haben wir Industrie 4.0 aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Aus der Entwicklungsperspektive der Softwarefirma, hinter der wir stehen. Ich habe mich vor einigen Wochen mit einem interessanten Ansprechpartner über Industrie 4.0 unterhalten. Sein Name ist Professor Rainer Drath. Er ist Professor an der Hochschule in Pforzheim. Und er ist ein echter Digitalisierungsexperte, hat bei einem internationalen Automatisierungskonzern in leitender Funktion in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, ist durch zahlreiche Publikationen und Vorträge bekannt geworden, hat auch über 60 Patentanmeldungen, einige Forschungs- und Automatisierungspreise. Und als wir so miteinander geredet haben, da sind wir uns einig geworden, dass der Blick auf Industrie 4.0 so unterschiedlich ist, weil einfach jeder andere Erwartungen hat. Und es ist wirklich schwierig, dort eine einheitliche Meinung zu finden. Und deswegen bin ich auf eine ganz interessante Frage gekommen. Herr Professor Drath, sagen Sie mal, wie würden Sie denn als Automatisierungsexperte und Spezialist Ihrer Oma Industrie 4.0 erklären? Schauen wir uns mal an, was er gesagt hat. Die Generation unserer Großmütter lebte in einer Welt der Produkte und der Handarbeit. Dinge wurden mit der Hand gefertigt. Handarbeit, Handwerk hatte goldenen Boden. Der Arzt hat einen damals noch behandelt. Heute kriegt man noch diagnostiziert. Deswegen würde ich meiner Großmutter Industrie 4.0 nicht mit Computern, nicht mit Internet und nicht mit Software erklären. Das würde ich alles komplett weglassen. Stattdessen würde ich sagen, Oma, stell dir mal vor, ich hätte einen Zettel und würde die Tankstelle hier in unserem Ort da draufschreiben mit Adresse und Benzinpreis. Und stell dir vor, ich würde das komplettieren mit anderen Tankstellen in der Umgebung vollständig. Und dann würde ich das weiter ergänzen um alle Tankstellen in Deutschland, allen Adressen und aktuellen Benzinpreisen und Spritpreisen in Echtzeit. Ja, ich bräuchte dann einen sehr großen Zettel und ja, ich müsste schnell schreiben können, aber nur mal angenommen, ich hätte das. Dann könnte mich jeder in ganz Deutschland anrufen und mich fragen, hey, hallo, ich bin hier gerade in Berlin in der Hauptstraße, mein Tank ist leer, wo soll ich hin? Dem könnte ich helfen. Allerdings ist das mit Papier undenkbar. Mit Internettechnologien geht das. Und das ist neu. Ja, vielen Dank. Leider konnte Herr Professor Drath heute nicht da sein, krankheitsbedingt. Hat sich gestern abgemeldet. Aber wir sehen, dass Industrie 4.0 einfach was mit Daten zu tun hat. Ja, und so ist es nicht unverständlich, dass heute Daten oder das Sammeln von Daten so als die neue Goldgrube gesehen wird. Ja? Man spricht von dem Öl des 21. Jahrhunderts. Unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel hat gesagt, Daten sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Also weg von all diesem fossilen Zeug hin zu Daten. Ich möchte jetzt mal eine ganz mutige Prognose, nee, es ist nicht mutig, abgeben. Ich bin der Überzeugung, dass auch im 21. Jahrhundert wir weiterhin mit physikalischen Rohstoffen arbeiten werden. Das heißt, wir werden also unser Auto nicht mit Daten betanken, sondern weiterhin mit Super. Okay, ob es Diesel sein wird, weiß ich nicht. In jedem Fall werden uns aber Daten helfen, dass wir diese Rohstoffe, die wir haben, sehr viel effizienter und auch sparsamer einsetzen können. Dafür sind Daten erfolgreich und notwendig. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das keine neue Entwicklung, die erst mit Industrie 4.0 gestartet hat. Bleiben wir nochmal bei der Automobilindustrie. Ja, ich oute mich jetzt ein bisschen. Ich kann mich noch an den ersten Passat, Volkswagen Passat 1978 erinnern. Kennt den noch jemand? Ja, sind ein paar dabei, okay. Gleicher Jahrgang vielleicht. Der hat bei einem 2-Liter Supermotor 115 PS geleistet und hat etwa 9,5 Liter Super verbraucht. Heute im Jahr 2018 gibt es den Passat, 40 Jahre später, mit einer 2-Liter Maschine, die jetzt sage und schreibe 220 PS leistet und noch auf 6,5 Liter Superverbrauch kommt. Gut, die Messmethoden sind vielleicht damals wie heute gleichermaßen fragwürdig. Lassen wir das. In jedem Fall ist es also keine neue Entwicklung. Und deswegen nochmal die Frage, was ist denn eigentlich Industrie 4.0? Wie kann man das in einem Satz zusammenfassen? Und da möchte ich nochmal Professor Drath zu Wort kommen lassen. Beschreiben Sie mir doch mal Industrie 4.0 in einem einzigen Satz. Ich glaube, ein guter Satz wäre, Industrie 4.0 ist die Einführung von Internettechnologien in die Produktion mit gewaltigen Auswirkungen.
Ja, vielen Dank, das ist kurz und knapp. Internettechnologien, gewaltige Auswirkungen. Ich glaube, da kommen wir um Cloud-Systeme einfach nicht herum. Die Kollegen haben es ja schon immer wieder angesprochen. Da ist die Cloud einfach die natürliche Plattform, um solche Internettechnologien auch für industrielle Anwendungen zu nutzen. Ganz einfach deshalb, weil wir dort skalierbare Systeme haben mit einer schier unendlichen Leistungskapazität und mit einer schier unendlichen Performance. Und das Ganze ist einfach zugänglich über unseren Internetzugang. Unabhängig davon, ob ich den zu Hause, im Büro oder mobil anwende. Ja, wo ist der Mehrwert? Auf diesen Cloud-Servern können jetzt Dienste laufen, die mir aus den Daten Zusatzinformationen generieren, die sehr wertvoll sind, um die Maschinen und Anlagen optimieren zu können. Wir haben ja gesagt, wir werden mit den Rohstoffen effizienter und sparsamer umgehen. Da können diese Dienste helfen. Ja, und wo sind die gewaltigen Auswirkungen, von denen Professor Drath gesprochen hat? Die sind dadurch möglich, dass wir jetzt Systeme haben, die selbstlernend sind, die plötzlich Dinge erkennen können, die ein Mensch vielleicht so nicht erkennen kann, also Anomalieerkennung zum Beispiel, bis hin zu vorhersagbarer Wartung, künstlicher Intelligenz. Und dann haben wir plötzlich eine Entwicklung, die nicht mehr linear ansteigt, sondern die exponentiell ansteigen kann. Wie das aussehen kann, wird uns dann Herr Hess gleich nochmal im Detail zeigen. Aber natürlich müssen wir erstmal Daten überhaupt in unsere Cloud-Systeme bringen. Und dazu habe ich eine Testmaschine mitgebracht. Zugegeben, ist eine sehr kleine Maschine. Es ist ein kleines pneumatisches Modell. Wenn wir mit der Kamera mal drauf gehen, dann sehen wir das jetzt auch. Ich werde das auch ein bisschen im Detail beschreiben. Also Sie sehen, da ist ein bisschen Druckluft dran. Natürlich eine Steuerung mit dran. Und von da aus wollen wir die Daten in die Cloud bringen. Schauen wir mal noch ein bisschen ins Detail. Was steckt dahinter? Wie ist der Aufbau des Systems? Ich habe zunächst mal eine Steuerung. Das ist diese schwarze Box, die wir hier so hinten sehen. In dem Fall ein echtzeitfähiges Linux-System mit der Code2Soft-SPS, die übrigens im vergangenen Jahr den Automation Award gewonnen hat. Alle, die dafür abgestimmt haben, vielen Dank nochmal. Dann haben wir als Feldbus ein EtherCAT-System angeschlossen und an diesem EtherCAT-System befindet sich dann ein Koppler, der die pneumatischen Zylinder ansteuert und der dann entsprechend auch Sensoren, die da dran montiert sind, erkennt und auswertet. Nach oben hin haben wir natürlich unseren PC, den habe ich hier auf meinem Rednerpult stehen und natürlich ist das ganze System mit einer Cloud verbunden, mit dem Internet verbunden. So, wie bekomme ich jetzt die Daten aus der Steuerung in das Cloud-System hinein? Natürlich über entsprechende Protokolle. Anbieten tun sich da HTTPS per REST-API oder auch MQTT. Das sind also übliche Protokolle zur Datenübertragung in Cloud-Systeme. Und damit wollen wir jetzt Daten übertragen. Fragt sich jetzt erstmal nur, welche Daten? Ich habe dazu, um schöne Daten zu generieren, auch noch ein zusätzliches Modul aufgebaut. Das ist diese kleine Box hier oben dran. So eine kleine Sensorbox, die ich von der Firma Bosch Connected Devices mal gestellt bekommen habe. Vielen Dank. Die überträgt jetzt Daten per WLAN. Könnte sie direkt in der Cloud übertragen, aber ich möchte mit den Daten auch was tun können innerhalb von Codesys. Deswegen ziehen wir es in die Applikation mit hinein. Und diese Daten wollen wir denen eben verarbeiten innerhalb der Steuerung und dann ins Cloud-System übertragen. Gut, dazu wechsle ich jetzt mal live in mein Codesys. Und wir sehen das jetzt gleich hier auf dem Bildschirm. Ich habe das Projekt vorbereitet. Ich möchte es jetzt aus Zeitgründen nicht zu lange machen. Okay, so rum. Ja, kleiner Spaß von der Regie. Vielen Dank. Aber ist besser so, dann sehen Sie beide Seiten besser. Gut, also wir brauchen natürlich einen Ablauf, um dieses pneumatische Modell verschalten zu können. Dazu habe ich hier einfach ein Objekt geschrieben, das eine ganz primitive Schrittkette ansteuert. Da ist nichts anderes drin als Zylinder an, Zylinder aus, erkenne Anschlag, Endschalter und dann schalte dich einfach so durch. Dann habe ich einen zweiten Baustein, den Consumer-Baustein, der mir jetzt diese Sensorbox ausliest. Diese Sensorbox ist in sich programmierbar und schickt, wie gesagt, per WLAN alle 100 Millisekunden Werte. Und zwar sind das Werte, die wir gleich anschauen werden. Und das ist der entsprechende Baustein. Diese Werte werden in einer globalen Datenliste angelegt, die auf einer Struktur basieren.
Und diese Struktur, die hat jetzt eben diese Sensorwerte. Das sind Werte wie Gyroskop, Beschleunigungswerte und Umgebungswerte, wie zum Beispiel Temperatur, Luftdruck und so weiter. Und noch eine Lichtinformation. Gut, kommen wir zum Hauptbaustein, PLC-PRG. Klassisch wie seit über 20 Jahren. Dort werde ich jetzt erstmal diese beiden Objekte aufrufen. Und zwar eben den Process Pneumatics und den Consumer, der also diese Sensorwerte ausliest. Und ich rufe jetzt in einem 100 Millisekunden-Zyklus diese Werte auf und schicke sie dann entsprechend an die Cloud. Das heißt, ich setze hier einfach nur so ein Flag, dass dann mein Send-Message für die Cloud auf True gesetzt wird. So, wo kommt das Send-Message her? Was macht das? Wie kriege ich die Daten wirklich hinein? Dazu brauche ich natürlich eine entsprechende Bibliothek. Und wie gesagt, ich werde jetzt in dem Fall HTTPS verwenden. Einfach deshalb, weil es dazu eine entsprechende Web-Client-Bibliothek schon länger im Store gibt. Es gibt auch eine MQTT-Bibliothek von Yanstech, aber ich habe mich jetzt in dem Fall für dieses Web-Client-System entschieden, wobei wir ganz neu da auch eine Bibliothek in den Store gestellt haben, die das Ganze kapselt, um die Anbindung an Microsoft Azure, an dieses Public-Cloud-System, noch zu vereinfachen. Schauen wir mal kurz in den Store hinein. Die ist ganz oben bei den neuesten Produkten im Store. Also falls Sie noch nicht wissen, dass es diese Bibliothek gibt, jetzt wissen Sie es. Und wenn Sie das nicht wissen, dann haben Sie wahrscheinlich auch sich nicht angemeldet für die RSS-Feeds, bei denen wir solche Neuigkeiten verbreiten. Kleiner Tipp an der Seite, wenn Sie immer auf Up-to-Date sein wollen, dann ja, hier ist der entsprechende Button. Mehr Sorge nicht. Gut, gehen wir wieder zurück und schauen wir uns mal die Bibliothek ganz kurz an im Bibliotheksmanager. Die ist also hier da. Sie greift also weiter unten wirklich auf diese Web-Client-Bibliothek zu und bietet mir im Wesentlichen einige Funktionen. Ich werde mich jetzt auf diesen Funktionsbaustein Send-Message beschränken, den ich ja schon angedeutet habe und der in meinem PLC-PRG hier weiter unten aufgerufen wird. Ja, dann habe ich erstmal einen Timeout und dann kommen jetzt einige Parameter, die ich für diese Send-Message übergeben muss. Was sind jetzt das für Parameter? Wo kommen die her? Dazu muss ich natürlich in Microsoft Azure gehen und dort mir die Parameter auch rausholen. Ich habe also eine Instanz von Microsoft Azure hier am Laufen. Und wir sehen hier das Dashboard und eine Reihe von Ressourcen, die ich dort angelegt habe. Und speziell für diesen Technology Day habe ich mir natürlich auch einen entsprechenden IoT-Hub angelegt. Da können wir mal draufklicken und reinschauen. Und da sehen wir jede Menge Möglichkeiten, schon ein paar Werte. Sie sehen, dass ich heute zur Mittagszeit schon mal ein bisschen rumprobiert habe, ob noch alles geht. Ja, wir haben das vorher getestet. Ja, es wäre auch irgendwie doof, das nicht zu tun. Gut, und das Wichtigste, was ich jetzt in meiner Send-Message-Parameter übergeben kann, ist schon mal der Subdomain-Name. Und das ist eben genau der Name von dieser Ressource, Codesys IoT Hub Azure. Ja, ich könnte das jetzt reinkopieren. Ich habe natürlich alles vorbereitet. Der zweite Parameter ist das IoT-Device innerhalb dieser Azure-Instanz. Ups. Dazu kann ich hier in meiner Azure-Verwaltung auf IoT-Devices gehen. Halt, bin auf den falschen gegangen. Hier. Ich muss dazu sagen, ich habe die Brille schon stecken, aber aus reiner Schamhaftigkeit setze ich sie nicht auf, weil ich sie sonst gar nicht mehr sehe. Gut, Codesys PLC, das ist mein IoT-Device. Das könnte ich auch wiederum kopieren und hier ablegen. So, und jetzt gibt es noch zwei weitere Parameter, die sind jetzt etwas komplizierter. Das sind also nicht so ein kurzer String, sondern wenn wir da mal so genauer reingucken, ist das ein ewig langer String. Warum das denn und wie komme ich dazu? Das hat jetzt was damit zu tun, dass wir die Daten, wenn wir sie in die Azure Cloud schicken, immer verschlüsselt schicken müssen. Ja? Denken Sie an das, was Professor Fröhlich heute Morgen gesagt hat, wir müssen da eine End-to-End-Verschlüsselung vornehmen, sonst gibt es eine Möglichkeit, dass ein Man-in-the-Middle diese Daten abgreifen kann und entsprechend auch Daten abziehen kann, die ich eigentlich ihm nicht zumuten möchte oder einfach zur Verfügung stellen möchte. So, wie kriege ich jetzt diesen Key, diesen SAS, das ist eine Abkürzung für Shared Access Signature, wie kriege ich das?
Ich will Ihnen das jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail zeigen. Ich will Ihnen nur darauf hinweisen, dass es da ein Tool gibt von Microsoft, der sogenannte Device Explorer. Das ist jetzt ein Tool, das Sie beim GitHub einfach runterladen können, das GitHub runterladen können. Und dort müssen wir einen sogenannten Connection String eintragen. Das ist im Endeffekt wiederum so eine, ein Schlüssel, sozusagen das Master Passwort zu meinem Cloud-System. Und das könnte ich jetzt aus meiner Cloud, aus einem bestimmten Bereich rausziehen. Ich zeige es Ihnen vielleicht nochmal ganz kurz. Shared Access Policies. Und dort gibt es den IoT Hub Owner. Und hier der Primary Key meines Connection Strings. Ich will Ihnen nicht mehr zeigen, nicht, dass da jemand ganz munter mitschreibt. Ja, das ist meine Cloud. Ja, alles nur geklaut, ja, von wegen. Genau, und mit diesen Daten kann ich also hier mich verbinden. Ich habe das natürlich alles schon vorbereitet, kann dann entsprechend Keys erzeugen und dann in meine Parameter hier eintragen. Wie gesagt, das habe ich alles vorbereitet. Das ist einfach ein bisschen komplizierter, genauso wie wir auch bei Online-Banking mit ein bisschen mehr Aufwand rechnen müssen. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat, zieht eben gewissermaßen einen Komfortverlust nach sich. Den Tod müssen wir einfach sterben. Gut, aber ich habe es ja für Sie schon vorbereitet. Insofern können wir jetzt einfach loslegen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu unserer Schleife hier, da habe ich noch etwas anderes gemacht. Ich habe hier eine Funktion mehr angelegt, Generate JSON String. Denn es ist nämlich so, dass die Azure Cloud Daten in einem JSON String Format erwartet. Und das habe ich jetzt nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung einfach mal von Hand nachgebildet. Da hätte ich faul sein können und mir auch wiederum eine Bibliothek aus dem Code Store ziehen können. Wie gesagt, ich habe da echt Spaß dran gehabt, mal selber zu programmieren. Wenn man so wie ich gar nicht so oft dran kann, dann ist man ganz froh, wenn man es mal darf. Ja, seien Sie dankbar, wenn Sie mit Kurzes programmieren können. Ich habe Spaß gehabt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir loggen uns ein auf die Steuerung und lassen das Ganze mal laufen. Ich habe das natürlich, wie gesagt, schon ausprobiert. Wir starten das Ganze jetzt und starten auch den pneumatischen Prozess dahinter. Schauen vielleicht nochmal in die globale Datenliste rein, ob auch unsere Sensorwerte gut ankommen. Jawohl, da werden Sensorwerte übertragen. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt aufgrund der Applikation Werte erzeugt, die wir jetzt in die Cloud reinschicken. So, gehen wir mal zurück in die Cloud. Vielleicht aufs Dashboard. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oder? Nee. Cloud ist erstmal so eine große Datensenke, da verschwindet alles irgendwie. Ich brauche noch irgendwie Zusatztools, um das, was ich erzeugt habe an Daten, auch sichtbar zu machen. Ein Tool wäre wiederum dieser Device Explorer. Dort kann ich nämlich unter Data einfach so ein Monitoring einschalten. Und nach einer kurzen Microsoft-Gedenksekunde sollte mir diese Strings auch anzeigen. Sie sehen, da werden also die Daten wirklich in so einem String-Format zyklisch durchgeschickt. Ist aber noch nicht das, was wir eigentlich erwarten würden. Dazu gibt es Apps. Apps für die Microsoft Azure Cloud. Das ist jetzt zwar gar nicht meine Domäne, aber ich will Ihnen trotzdem mal ganz kurz zeigen, was ich da für Sie vorbereitet habe. Ich habe mir von Leuten von Microsoft sagen lassen, hier, nimm dieses Tool hier, Time Series Insights, und dort können wir jetzt mal die Daten auch ansehen, so ähnlich wie wir das gewohnt sind vom Trace. Also kurzes kann das schon lange. Ja, und wir können jetzt da mal ein bisschen genauer reinzoomen und uns die Daten nochmal im Detail angucken lassen. Ja, Sie sehen, das ist alles erst losgelaufen. Schauen wir mal im Detail rein und dann sehen wir jetzt auch die Daten. Und ich könnte jetzt auch mal hergehen und mir die Daten numerisch anzeigen lassen, in so einer Tabelle weiter unten. Und könnte jetzt noch eine weitere App nutzen, um aus diesen Daten wirklich was an Mehrwert zu erzeugen, was mir hilft, meine Maschine, meine Anlage zu optimieren. Genau das werde ich jetzt nicht tun, weil es der Hess gleich noch machen wird. Zum einen und zum anderen, weil es einfach nicht unsere Domäne ist. Wir sind ein Toolhersteller und meine Aufgabe ist es erstmal, die Daten da reinzubringen. Sie müssen sich als Maschinenbauer, als Anlagenbetreiber sehr genau überlegen, welchen konkreten Nutzen Sie aus diesen Daten generieren wollen. Was Sie damit machen wollen, das wissen Sie viel besser, als wir das können. Sie sind die Applikationsexperten und Sie sollten sich wirklich im Vorfeld dazu Gedanken machen. Denn, und da möchte ich nochmal Professor Drath zitieren, jetzt bräuchte ich wieder die Präsentation, vielen Dank, Sie müssen
wissen, wonach sie suchen, zielgerichtet suchen. Also nicht nur einfach den Heuhaufen schütteln in der Hoffnung, dass da irgendwas Brauchbares dabei herausfällt, sondern wir müssen wirklich wissen, wonach wir suchen. Oder andersrum gesagt, ich habe das mal gehört von einer Mitarbeiterin von Amazon Web Services, wenn sie alle Daten ihrer Maschine, ihrer Steuerung, ihres Gerätes, ihres Prozesses kennen würden, welche Probleme könnten sie damit lösen? Diese Frage müssen sie sich stellen und im Vorfeld klären. Denn eins muss man klar sagen, auch wenn das Sammeln von Daten in einer Cloud günstig ist, kostet es trotzdem Geld. Und wenn man viele Daten sammelt, dann kostet es viel Geld. Und dieses Geld, das Sie da einsetzen, das muss auch einem Mehrwert gegenüberstehen. Und deswegen sollten Sie sich im Vorfeld klar machen, wofür verbrauche ich dieses Geld? Wie kriege ich den Mehrwert raus? Kann ich zum Beispiel durch eine Optimierung eine Produktivitätssteigerung erreichen für meine Maschine? Sie läuft schneller, ich habe kürzere Übergangszeiten. Oder kann ich Stillstandszeiten planbar machen, ja, Predictive Maintenance? Oder kann ich einfach unvorherbare Ausfälle vermeiden und damit auch wiederum Geld sparen? Erreiche ich durch diese Daten, durch das Auswerten der Daten einen höheren Komfort oder eine höhere Attraktivität meiner Maschinen und Anlagen? Oder einfach nur ein entsprechendes Einsparungspotenzial? Mein Appell an Sie ist, machen Sie sich diese Gedanken, sammeln Sie nicht nur einfach und überlegen Sie, ja, erst mal auf Halte legen, später wird mir schon was einfallen, sondern gehen Sie da konkret dran. Auch wenn es vielleicht die Anbieter der Cloud-Systeme nicht ganz so gern hören, das macht Sinn. Gut, ich möchte kurz zusammenfassen, wie kommen die Daten heute in die Cloud hinein? Ganz einfach, durch die Applikation. Wir haben die Steuerung, die sammelt die Daten und schickt sie über die entsprechenden Protokolle in die Cloud. Und das sind zusätzliche Bibliotheken, die wir dafür nutzen, zum Beispiel diese Web-Client-Bibliothek. Da gibt es übrigens auch ein entsprechendes Beispiel für MathWorks ThinkSpeak. Auch eine Cloud, die jetzt nicht so eine allgemeine Cloud ist, sondern eher schon für bestimmte Auswertungen vorbereitet ist. Da ist das Einbringen der Daten auch nochmal einfacher. Oder eben durch diese Azure Hub Client Library, die es jetzt neu im Code Store gibt. Oder durch die MQTT-Bibliothek, die wir demnächst in den Store stellen werden, beziehungsweise durch die, die es bereits gibt von Jansdick. Oder was weiß ich, was die Zukunft da an Protokollen noch bringen wird. Dann nutzen Sie weitere Bibliotheken, zum Beispiel zum Erzeugen dieser JSON-Bibliothek und dieser JSON-Strings. Wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie nicht die Zeit dafür haben, dann machen Sie es anders als ich. Aber ich möchte hier noch nicht zu Ende sein. Denn das, was wir jetzt gezeigt haben, das ist uns noch nicht genug. Das reicht uns nicht. Wir wollen Ihnen in der Zukunft das noch viel einfacher ermöglichen und deswegen arbeiten wir schon an einem Add-on-Produkt, dass diese Funktionalität, die ich jetzt in der Applikation gelöst habe, dass wir die in ein Add-on, in eine Komponente mit einbauen, die jetzt einfach den Code, den ich von Hand angelegt habe, implizit erzeugt. Wie kann sowas aussehen? Dazu habe ich in Absprache mit unserer Entwicklung mal so ein Mockup gebaut, so ein kleines Beispiel, wie das aussehen könnte und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Ja, wir kennen alle unseren Projektbaum, wir kennen die Objekte, die wir einfügen können. Neu wird es in Zukunft dann so einen Cloud Publisher und Subscriber geben. Nageln Sie mich nicht fest, dass das genauso aussehen wird. Ja, das ist jetzt noch eine Vision. Aber sowas in der Art wird es geben. Und wenn wir jetzt mal so einen Publisher auswählen, der sich jetzt dann nahtlos einbindet, dann können wir den jetzt wiederum mit einem Unterobjekt bestücken, zum Beispiel mit einer Azure Cloud-Anbindung, mit einer ThinkSpeak-Anbindung, mit Greengrass für Amazon Web Services oder vielleicht in Zukunft auch mit einer Anbindung an eine Alibaba Cloud, wenn die Maschine oder Anlage nach China gehen sollte. Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel Azure. Wir haben ja gesehen, dass wir da die entsprechenden Parameter noch eingeben mussten. Da wird es dann eine kleine Oberfläche geben, wo wir das in einer ähnlichen Form machen können. Wir fügen das Ganze hinzu und können dann noch konfigurieren, welche Daten dann wirklich übertragen werden sollen. Sie kennen natürlich eine ganze Reihe von schon verfügbaren Möglichkeiten zur Datenübertragung in CoSys. Es gibt die Netzwerkvariablen, es gibt die logischen Austauschvariablen für Safety, es gibt die Symbolkonfiguration. Ja, die Spezialisten unter Ihnen werden gleich erkennen, dass ich mich da ein bisschen dran bedient habe. Das ist so ein Screenshot aus der Symbolkonfiguration, den ich mal ein bisschen abgewandelt habe.
irgendwie in der Art wird es dann aussehen und es wird ganz einfach durch Anhaken gehen. Was dann dabei rauskommt, ist letztendlich eine implizite Applikation, die dafür sorgt, dass die Daten dann in die entsprechende Cloud übertragen werden. Darf es noch ein bisschen weniger sein? Ja, normalerweise hören Sie beim Metzger eine andere Frage. Einfach deshalb, weil ich da den nahtlosen Übergang machen möchte zu Herrn Hess. Wir befinden uns ja gerade so in diesem Hype-Cycle für Cloud-Systeme, aber heutige Steuerungen, und das hat uns der Herr Ketterle auch vorgeführt, verfügen ja über ausreichend Leistungsreserve, sodass wir auch dort schon Datenvorverarbeitung und vielleicht Datenerkenntnis vornehmen können. Und das wird uns jetzt Herr Hess an einem Beispiel vorführen, das nahtlos an dem anknüpft. Also wir arbeiten gleich mit der gleichen Maschine und der gleichen Anlage hier weiter. Vielen Dank. Thank you.